Ein chinesischer Raumtransporter hat am Kernmodul der neuen chinesischen Raumstation Tiangong angedockt. Er hat Treibstoff, Lebensmittel und anderes Material an Bord. China hatte Ende April das erste und zentrale Modul der neuen Raumstation in die Erdumlaufbahn gebracht. Diese Station soll dann im kommenden Jahr betriebsbereit sein. Eine internationale Nutzung wie bei der ISS ist nicht geplant. Peking will nicht nur auf der Erde, sondern auch im All eine Großmacht werden.